Tja, besprechen wir die Lage mit einem betroffenen Einzelhändler. Ronny Rühle ist uns jetzt zugeschaltet. Er besitzt mehrere Modehäuser in Leipzig, die natürlich gerade auch alle zu sind. Herr Rühle, ich grüße Sie ganz herzlich. Danke, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Ich grüße Sie auch aus Großenhain allerdings. Wir haben unsere Modehäuser in Großenhain, Meißen und Riesa. Ist ein Stück von Leipzig weg, aber ebenfalls in Sachsen. Ja, vielen Dank. Und ebenfalls geschlossen, vermute ich. Herr Rühle. Ja, ebenfalls geschlossen, ja. Wie nah sind Sie an der Insolvenz? Es ist eine gute Frage. Also ich habe zum Beispiel jetzt in meinem persönlichen Fall die Altersvorsorge auflösen müssen, um letztendlich im Prinzip, ich sage jetzt mal in der Hoffnung, also dass es eine Öffnungsperspektive gibt, den Geschäftsbetrieb mehr oder weniger am Leben zu halten. Wie lange das im Prinzip jetzt noch reichen wird, das ist, wie gesagt, sehr fraglich. Also vielleicht mal zu meiner Person, ich betreibe seit 30 Jahren Einzelhandel, quasi von der Pike auf und mit allen Höhen und Tiefen, die es in der ganzen Zeit so gegeben hat. Wir waren immer sehr, ich sage jetzt mal, sehr kundenorientiert und sehr fokussiert. Aber mittlerweile ist es so, dass jetzt gerade die sächsische Staatsregierung uns keine Perspektive mehr gibt, weil jetzt ist am Freitag die Zahl 50, also Inzidenz 50 in den Raum geworfen worden. Und dass das natürlich, ich sage jetzt mal, barrierter Realität ist und erreichbar ist, das steht außer Zweifel. Ja. Haben Sie denn von den Überbrückungshilfen schon irgendetwas bekommen, finanzielle Hilfen, irgendwas angekommen schon bei Ihnen? Nein, nichts, absolut nichts. Es war bis dato so, dass im Prinzip selbst eine Beantragung noch nicht möglich gewesen ist. Also wir sind ja mehr oder weniger im Prinzip von den November- und Dezemberhilfen als Einzelhändler ausgeschlossen. Also es gibt ja dort eine eklatante Ungleichbehandlung. Und diese Überbrückungshilfen zielen ja letztendlich nur darauf ab, einen Teil der Fixkosten quasi zu erstatten. Und das ist natürlich in unserer Situation als Textileinzelhändler überhaupt nicht tragbar, weil die Grundproblematik, so wie das schon in der Anmoderation geschehen ist, ist ja bei uns, dass wir quasi auf vollen Warenlegern sitzen. Warenleger, die im Prinzip von Tag zu Tag, wir vertreiben ja quasi ebenfalls verderbliche Ware, die von Tag zu Tag weniger wert wird und die wir am Ende der Saison, und so sieht es ja mittlerweile aus, dass das die Perspektive ist, dass wir vielleicht irgendwann im März oder im April öffnen können, dass die Ware einfach nicht mehr verkäuflich ist und wenn dann vielleicht in der nächsten Saison, das hieße Herbst, Winter 21, 22 und dann mit erheblichen Abschlägen. Das Problem ist eigentlich, ich sage jetzt mal, dass uns nicht bloß die Kosten davonlaufen, sondern letztendlich im Prinzip die Liquidität und mit jedem Tag mehr und mehr schwindet. Ist das Ihr Schaufenster hinter Ihnen, in dem ich das Zeichen sehe, wir machen ja, auf? Ja, machen Sie ja. da mit? Diese Aktion hat mit der Wir machen auf nichts zu tun. Wir distanzieren uns auch als Händlerschaft ganz klar von dieser Aktion, sondern die Aktion heißt Wir machen auf unterstrich merksam. Also wir machen im Prinzip mit dem heutigen Tag beginnen wir im Prinzip mit verschiedenen Aktionen auf die Situation im Einzelhandel, ich sage jetzt mal eigentlich in allen Branchen aufmerksam zu machen, was das eigentlich bedeutet. Und vor allen Dingen versuchen wir einfach, ich sage jetzt mal, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren für die Problematik, die sich jetzt im Prinzip, ich sag mal, mit diesen Schließungen ergibt, sowohl für die Unternehmen als auch, und das muss man auch ganz deutlich sagen, für die Mitarbeiter, die hier mit 60% oder 68% Kurzarbeitergeld im Prinzip teilweise Familien ernähren müssen. Also es geht nicht alleine um die Unternehmer, sondern es geht im Prinzip um die Gesamtheit, ich sage jetzt mal um die Bürgerschaft und vor allen Dingen letztendlich um die drohenden Folgen für die Innenstädte. Herr Rühle, ist es denn für Sie eine Option, wie also, wir es wie gesagt, in dem Beitrag die Aktion, gerade... Wir machen auf, ist... Ja, sprechen Sie ruhig noch schnell weiter. Wie gesagt, wir distanzieren uns von dieser Aktion, wir machen auf, weil wir darin kein probates Mittel sehen, Gesetzesbrüche zu begehen. Was sich in Zukunft im Prinzip hier noch entwickeln wird, das wissen wir nicht, aber auf alle Fälle wird es so sein, dass wir mit dieser Aktion, die ja von der Werbeagentur und von Textiliten, also sprich im Prinzip ein Lieferanten im Prinzip ins Leben gerufen worden ist, letztendlich sicherlich etwas polarisieren, aber auf der anderen Seite im Prinzip Aufmerksamkeit erreichen und vor allen Dingen, ich sage jetzt mal, den Fokus der Öffentlichkeit auf die Problematik in der Händlerschaft hinweisen möchten. Herr Rühle, ist es denn für Sie eine Option, wie wir das im Beitrag gesehen haben, dass sich eben mehrere Einzelhändler, Sie und andere Kollegen, die man kennt, zusammentun, um einen gemeinsamen Onlinehandel aufzuziehen? Oder ist das auch aufgrund der Zeit und dass man überhaupt nicht vielleicht die entsprechenden Systeme hat, gar nicht möglich?
Wir selbst, ich kann ja jetzt erstmal nur für mich sprechen, wir selbst forcieren den Onlinehandel, aber ich muss auch ganz klar sagen, dass wir als stationäre Händler eigentlich, ich sage jetzt mal, einen anderen Fokus haben, sprich im Prinzip das Einkaufserlebnis, im Prinzip die besondere Atmosphäre und dass das natürlich der Onlinehandel nicht abbilden kann. Auf der anderen Seite sehen wir auch die Notwendigkeit, ich sage jetzt mal, auf verschiedenen Kanälen quasi zu verkaufen und tun das auch über einen eigenen Online-Shop, über eine Kunden-App, über im Prinzip zusätzliche Services wie Click and Collect und so weiter. Und da sind wir eigentlich auch bei einem sehr heiklen Thema. Unser Wirtschaftsminister Herr Dulich hatte zwar in einem Interview diese Click-and-Collect-Maßnahmen gelobt, hat aber im gleichen Atemzug gesagt, dass das für ihn zurzeit keine Option wäre. Also er fordert auf der einen Seite Kreativität ein bei der Händlerschaft, auf der anderen Seite fesselt er quasi die Hände und verlangt im Prinzip Dinge, die scheinbar unmöglich zu sein scheinen. Also ich kann das, wie gesagt, von politischer Seite überhaupt nicht nachvollziehen. Wir haben hier Paketboten, die haben am Tag Kontakt mit mehreren hundert Kunden. Ja, die fahren die Pakete hin und her von Amazon und Co. Und wir als Händlerschaft dürfen unsere Kunden mit Click and Collect nicht bedienen. Aber wie gesagt, um Ihre Ausgangsfrage zurückzukommen, ja, wir sehen im Prinzip eine Möglichkeit, über Online-Angebote die Kunden zu erreichen, aber das wird letztendlich das eigentliche Geschäft oder die Erträge aus dem eigentlichen Geschäft nicht kompensieren können. Herr Rühle, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles Gute und dass Sie in der Tat möglichst bald auch wieder aufmachen können. Dankeschön. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und vor allen Dingen dafür, dass Sie uns die Möglichkeit gegeben haben, mit unseren, ich sage mal, Sorgen einfach mal eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen. Recht vielen Dank.